Vielleicht sollte die sie etwas genauer im Auge behalten. Das werde ich tun. Wenn ich nicht gerade in der Werkstatt bin und naja, ich wollte ja noch ein bisschen was machen, ein Collier herstellen aus diesem Quetzalpetrüllstein. Für wen? Ach, ist das wichtig? Ah, ich vermute, ich weiß, für wen euer Geschenk sein wird. Nun, dann müssen ja keine weiteren Worte gewechselt werden. Aber meint ihr wirklich aus Gwen Petriel? Natürlich. Es ist ein Stein des Meeres. Sie ist eine. Ja. Ich weiß. Ein Wesen der tiefen Stollen. Das ist mir vollkommen bewusst, aber wie viele von unserem Volk wird sie wahrscheinlich eine gewisse Furcht vor dem Meer haben. Und ich wollte dem mit etwas Schönem begegnen. Etwas, ja, was sie kennt, Steine. Das ist etwas, was Zwerge vereint. Und ja, dann dachte ich mir, werde ich den Stein des Meeres schön für sie schleifen und dann in einem ordentlichen Collier zusammenfügen. Nun ja, wenn ihr das wünscht, aber ich hätte ein Diamantenkollier oder ein Rubinkollier bevorzugt, aber nun ja. Ihr werdet schon wissen, was sie mag. Ich hoffe. Frauen sind da sehr, nun ja, wählerisch, nennen wir es so. Oh, da hast du recht. Vielleicht fragt ihr sie vorher etwas, nun ja, aus, ob was ihr gefällt. Idee. Ich frage sie, was ihre Lieblingssteine sind. Und in der Tat. Wenn nicht, dann habe ich das Collier eben für mich. Immerhin bin ich ja mit den Gezeiten im Bunde. Das passt dann auch. Nun ja, Gwen Petrel, man sagt ihm nach, es sind die Steine, die von Alvaran herunterfielen. Das sind göttliche Steine. Nun ja, ein Stein bleibt im Kern immer ein Stein. Nun ja, es ist ein göttlicher Stein. So als würde ich sagen, Ingrams Amboss ist nur ein Amboss. Nun, im Kern ist er ein Amboss, das ist die Funktion. Und wenn der Stein aus Alvaran kommt, dann war es trotzdem dort ein Stein, der die Funktion einer Mauer hatte oder etwas Ähnlichem, nicht wahr? Nun ja, so sagt man. Aber nun ja, frag sie vorher vielleicht am besten. Das werde ich tun. Benötigt ihr irgendwas für eure Arbeit? Ja, ein bisschen Werkzeug, aber ich denke, das werde ich finden. Vielleicht solltet ihr nicht unbedingt in der Werkstatt arbeiten, da wo Einwand, nicht wahr? Dann werde ich hier im Zimmer arbeiten. Ich meine, es ist ja zum Glück kein Schmieden oder so etwas, was viel Lärm oder Dreck verursacht. Nun ja. Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Arbeit und bei eurem Unterfangen. Ja, vielen Dank. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen, bevor ich es verschenken werde. Währenddessen kann Diamantes Monterey sich 10 bzw. 5 bis 10 Leute von den anderen Fahnern schnappen und stichprobenartig durch die Seesäcke im Unterdeck einmal schauen. Und du wirst tatsächlich bei jeder Stichprobe auf Waffen treffen, die sie entweder in ihren Säcken haben oder bei einer Inspektion am Oberdeck in den Segeln oder irgendwo im Unterdeck, wo sie dann selber beschäftigt sind. Bei den Piraten 2 bis 3 Säbel oder längere Messer und mindestens 3 Dolche, die jeder von ihnen dabei hat. Währenddessen, das Schiff hat natürlich schon abgelegt, die Segel wurden in den Wind gebracht und Jalan, du kannst feststellen, dass das Wetter doch sehr unüblich ist. Es ist klares Wetter, es gibt keine einzige Wolke, die am Himmel steht. Es ist unglaublich heiß, also du schwitzt in deiner Kleidung, in deinen Klamotten und ebenso die Matrosen im Unterdeck, sodass auf alle Fälle noch eine zusätzliche Ration an Wasser ausgegeben werden muss an diesem Tage. Aber, und das ist eben besonders herausfordernd, die Windstärke ist starker Sturm.
Es gibt keine einzige Wolke am Himmel und doch seid ihr fast an einem Orkan. Ja, steht auf jeden Fall oben am Steuerrad. Ich weiß nicht, ob er es selber in der Hand hält oder ob Bevianda das macht. Die ist ja zumindest vertrauenswürdig. Ihr habt einen Steuermann, ne? Den hast du eingestellt. Richtig. Ich weiß aber nicht, ob der gerade verschüchtert. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Bevianda angenommen, weil... wenn er da ist, dann halt er. Ja, natürlich ist er da. Ja, weiß ich ja nicht. Die haben 4-Stunden-Schichten. Punkt ist, er steht etwas besorgt da, wenn die anderen rauskommen und winkt dann auch sofort Boltox und Abel mir herbei. Also vor allem die Matrosen, die sind zwar in den Segeln geübt, aber das ist ein neues Schiff und dementsprechend immer schwierig. Die Maraskaner versuchen sich da so ein bisschen einzufügen. Die Piraten untereinander haben sich schon sehr stark aufeinander eingestellt, aber es ist wie gesagt ein neues Schiff und sie müssen da alles jetzt mit diesem starken Sturm dann kämpfen, der in die Segel fegt. Boltox, Abelmir, was macht ihr daraus? Raus. Im Wetter. Ist sehr windig. Ja, in der Tat. Ist das gut oder schlecht? Gut, würde ich sagen. Die Elementargeister der Lüfte sind auf unserer Seite. Sie tragen uns stark gegen Janka. Boltax, Andreano hatte noch irgendwas da oben am Segel gemacht. Ich weiß nicht, ob er damit noch fertig geworden ist. Weißt du, ob das irgendwas macht? Was genau hat er denn gemacht? Kannst du es mir beschreiben? Zulamin zeigt mal nach oben. Da, ich glaube, er hat irgendwas genäht. Ah, eine Stickerei, oder? Ja. Könnte ein Zauberzeichen sein. Er hat mir so etwas auch auf meine... seht ihr hier? Auf meiner Brustplatte hat er mir eine angebracht. Die sind ganz praktisch. Ich weiß nicht genau, welche er darauf gemacht hat. Die hier schützt mich wohl ein bisschen. Abelmir, kennst du dich mit Zauberzeichen besser aus? Nun, ich habe nur davon gelesen. Ich habe selber noch so etwas noch nicht gesehen oder erfahren. Nun, dann behaltet vielleicht einfach dieses Segel ein bisschen im Blick und wenn es irgendwie sich anders verhält als die anderen, dann hat er sein Werk wohl noch vollendet. Ja, gibt es Probleme mit dem Wind? Keine allzu großen, wir müssen die Sache aber im Auge behalten. Ich habe das Gefühl, wenn wir nicht bald das Hauptsegel ein bisschen reffen, haut uns die Bahn ab. Nun, dann tut das. Die Sache wird dann auch beobachtet und nach einer Weile so gemacht. Ich will nicht, dass uns hier am Ende noch irgendwas kaputt geht. Wir haben es nicht sonderlich eilig. Averne, was denkst du, wie lange brauchen wir? Also ich habe das schon mal auf den Karten mir angeguckt. Ich glaube, das sind 160 Meilen, also ganz genau 158, aber ich glaube, das kann man dann doch ganz großzügig, je nachdem, ob man sich an der Küste halten will oder nicht, kann man das natürlich beliebig ausdehnen. Aber wir segeln direkt auf die blutige See zu und so wie ich das sehe, diese Wetterphänomene, das ist nicht natürlich und ich glaube auch nicht, dass das irgendwas mit den Windgeistern oder so zu tun hat. Ich glaube, das ist eher dann so ein Phänomen der blutigen See. Weil ich meine, es gibt keine Wolke am Himmel und trotzdem haben wir fast orkanartige Böen. Muss es sein. Rastulls Atem weht nicht so kräftig ohne einen Sturm dazu. Die 12 Winde sind doch nicht an Wolken gebunden. Und aber Wolken sind es immer. Die haben nicht die Zeit, um über das Wetter zu diskutieren. Also es sind 160 Meilen, 158. Zumindest bis nach Yazirabad, wenn ich es richtig verstanden habe. Haswolf hat ja zumindest gesagt, dass wir in die Richtung fahren. Das ist richtig, oder? Und wenn man bedenkt, wie lange wir Licht haben und wenn der Wind sich hält, sollten wir gegen Abend dort sein. Also nach meinen Berechnungen werden wir wohl 13 Stunden brauchen. Sage ich ja. Ja, ich wollte das nur noch einmal darstellen. 13,3 Stunden, Leser. Aber ihr Jalan, sowas habt ihr noch nie vorher gesehen. Also so ein Phänomen meine ich. Ihr wart ja viel hier unterwegs. Nein, selbst die Stimme Maraskan, und ihr kennt sie ja, die selbst eine gewisse Unnatürlichkeit an sich haben, sind immer mit einem großen Maß an Wolken und teilweise Regen verbunden. Ergreifenmund. Das ist der eigentliche Horror der blutigen See. Geht nicht um das massive Auftreten von dämonischen Bedrohungen, von irgendwelchen Kraken oder Seeschlangen. Es geht um die Unberechenbarkeit, Heimtücke und den Umstand, dass sich das Wetter jederzeit ändern kann. Aber das ist auf See doch immer so, oder? Unberechenbarkeit, ist das nicht eine der Aspekte der See?
Ja, aber Boltax, der Maßstab ist hier ein ganz anderer. Ein talentierter oder gut ausgebildeter Seemann kann auf der normalen See zumindest eine gewisse Voraussage treffen. Und hier ist das komplett anders. Richtig, Jalan? Richtig. Es geht nicht darum, dass es stürmt oder nicht stürmt, denn unberechenbar. Man kann es berechnen. Aber die blutige See verheimlicht ihr Mysterium. Man kann es nicht entschlüsseln. Es gibt keine Zeichen, die man deuten kann. Naja, ich bin bisher immer nur auf dieser See gefahren und habe angenommen, dass es so üblich ist. Na, Zwölf, so sind die Zeiten. Man kann sich auf gar nichts mehr verlassen. Nicht nur auf See, auch an Land. Tja, aber an Land habt ihr auch aushalten. Wir werden es aushalten. Wir werden es müssen. So, Kapitän, die Waffen sind weggeschlossen. Redet hier gerade über das Wetter. Ja. Über das Wetter, genau. Diese Phänomene in dieser See, wenn wir sie nennen wollen. Hey, Affen, das Lehsegel einholen! Das bricht uns was aus! Sie nehmen zu. Je weiter wir hinauskommen, desto chaotischer werden sie. Ich werde, sagen wir, 3-4 Mal in die Rundra-Segel einholen lassen. Nun gut. Im Moment gereicht es uns ja zum Vorteil, denn der Wind weht auf die See hinaus. Aber ich mir graut vor dem Tag, an dem er sich plötzlich ändert und wir dann gestrandet irgendwo liegen. Ach, da musst du dir keine Sorgen machen. Zaubert Abel mir ein bisschen und dann ist das schon wieder alles richtig. Diese Chivone hat einen Schiffsraum von nahezu 1000 Quadern. Ich denke nicht, dass ich mit einem Zauber aus dem Handgelenk genug Wind in die Segel bekommt. Nun, es gibt Möglichkeiten, aber die kosten sehr viel Kraft. Guckt man oben in den Topmast, ob da die Ausguck besetzt ist? Der Ausguck ist besetzt, ja, da sitzt ein Maraskaner drin. Nun, dieser Topmast wird uns, Topgast wird uns warnen, sollen hohe Schwierigkeiten auftreten. Gut, dass ein Maraskaner sitzt, ja, am scharfen Augen. Ja, das Einlaufen in den Hafen wird, glaube ich, alles andere als schön. Ich denke nicht, dass wir in die Serabad einlaufen müssen. Wir können davor ankern und mit Booten an Land setzen. Der Hafen von der Serabad wurde ausgebaut. Also man kann da anlegen. Naja, also mit 50 Trollzackern, wie viele passen denn auf dein kleines Schiff hier an? Von denen 8. Naja, da müssen wir aber ganz schön auffahren. Ich denke auch, es ist günstiger, wenn wir in den Hafen einlaufen und ja, dann aufbrechen von dort. Und wenn er ausgebaut wurde, können wir nicht vermutlich. Ich schlage vor, die Herrschaften nutzen die Ruhe vor dem, in dem Sturm, wie man wohl sagen muss. Wir kommen bald schon an. Macht euch bereit, wir werden bald eine größere Wanderschaft auf uns nehmen. Wo ihr beide hier gerade seid. Ich wollte nochmal fragen, die Trollzacker haben ja schon mal gefragt, ob sie irgendwie Rüstung bekommen können. Ich hatte überlegt, ihnen das vielleicht als Belohnung für unseren Auftrag in Janka zu versprechen, weil die Stadt plündern kann ich ihnen ja nicht versprechen. Um Trollzackern irgendwelche Dinge aus Stahl oder Eisen zu geben, ist in Perikum ein Todesverbrechen. Nö, abgesehen davon, ich sehe nicht, dass er das Großes dagegen spricht, solange du sie unter Kontrolle hast. Außerdem, Jalan, werden du und Abel mir ja ohnehin in Perikum gesucht. Zudem sind wir nicht in Perikum. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ihr habt nichts dagegen, wenn ich das verspreche, weil ihr verwaltet ja unser Geld. Deswegen wollte ich vorher fragen. Und ich denke, 50 Trollzacker auszustatten wird vielleicht ein kleines Loch in unsere Finanzen reißen, aber wir werden es aushalten. Und es werden definitiv einige Sonderanfertigungen sein. Einen anderen Extrawunsch werden die Jungs haben, aber wir kriegen das unter. Ja, da sind auch ziemlich viele Frauen dabei, nur. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich sehe den Unterschied manchmal auch nicht. Wir sind alle groß und kräftig. Ja, das ist ihr hervorstechendstes Merkmal. Das und ihre Gesangsstimme. Und ihr Geruch. Wir bewaffnen freiwillig Trollzacker. Wozu kommen die Zeiten nur? Ja, mit schweren Rüstungen. Nächstes feuern wir noch Orks an. Habt ihr welche? Nein. Aber wenn du möchtest, können wir gerne in der nordtropischen Küste anlegen. Dort treiben sich manchmal welche herum. Mach keine Versprechungen, die du nicht einhalten willst. Weder ist dies ein Versprechen, noch habe ich vor, sein zu halten, Raphim. Das habe ich befürchtet. Und so geht es fröhlich auf See.
Ja, die Zeit vergeht, Stunden verstreichen. Aber mir gib mal bitte eine Probe auf Seefahrt, Kapitän, als Spezialisierung 10. Oh, war ja. Wir befinden uns in einem Sturm und das mag zwar so ein bisschen täuschen, aber es ist tatsächlich ziemlich schwierig für die Piraten, dass sie das dann eben über ihre Schicht aufrechterhalten. Wozu habe ich mein 1O, mein Steuer? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich lasse mir von Abel mir auch nicht reinreden. Ja, dann würfel gerne eine Seefahrtsprobe. Ist mir schwer, das zu sagen, oder soll ich erstmal würfeln? Oh, ich habe schon gewürfelt. Maximal 21. Mhm. Ja, du kannst mit den verschiedenen Vorfällen an Deck umgehen und dann für relativ schnelle Absorge schaffen. Also irgendwelche Seile, die reißen, irgendwelche Löcher, die gerissen werden. Es wird alles sehr schnell gestopft. Wenn mal ein Segel ausbricht, wieder verzort wird, irgendwelche Ketten, irgendwelche schweren Lasten, die im Unterdeck dann wieder neu verzort und verzerrt werden müssen, weil sie sich dann doch lösen und so ein bisschen auch das Gleichgewicht vom Schiff dann in Gefahr bringen. Aber ihr könnt dann nach ungefähr, ihr würdet sagen, 6 Stunden, die ihr fahrt, immer an der Küste entlang, sehen, wie sich wohl das Wetter ändert. Einen W6 bitte. Aber eine Frage, ja. Wenn gerne gewürfelt wird. Tut Haswolf Seemann-Dinge oder steht er noch irgendwo rum? Nee, er tut Seefahrtsdinge die ganze Zeit. Dann möchte ich ihn, wenn ich die Zeit dafür habe, ab und zu mal etwas genauer beobachten und versuchen, ihn einzuschätzen, was seine Qualität angeht. Ja, kannst du machen. Es gibt eine leichte Wetterveränderung und zwar einen weiteren W6, ein W20 bitte. Also es gibt einen Wetterumschwung, allerdings wird er nicht schnell stattfinden, sondern sehr gemächlich und so könnt ihr das dann tatsächlich wohl einschätzen. Und das Wetter bleibt klar, bitte 2 weitere W6. Allerdings wird es unglaublich schnell von sehr heißer Temperatur nicht nur warm oder durchschnittlich, sondern sehr kühl. Und dadurch, dass ihr eben allesamt geschwitzt habt, in euren eigenen Rüstungen so ein bisschen gekocht und jetzt der Schweiß euch in der Rüstung steht, jetzt dadurch, dass die Temperatur und der Wind so ein bisschen zugenommen haben, ist es unglaublich kalt in euren Rüstungen und auf dem Deck. Ansonsten bleibt alles gleich, also es gibt keine Wolken, sondern es ist einfach nur sehr kalt geworden. Greifen und die Männer frieren. Und ich auch. Dann zieht euch wärmer an, mehr kann ich auch nicht tun. Bin leider nicht in der Lage, dem Wetter zu befehlen, wie es zu sein hat. Die Temperatur hier oben ist ja unglaublich. Wer stellt sich denn auf so ein Wetter ein? Ja, aber wollt ihr den Männern vielleicht nicht mal sagen, dass sie sich neue Sachen holen sollen, weil die sind alle noch nass geschwitzt? Ihr guckt ihr doch mal den Jungen an, der zittert doch richtig. Nachdem die Männer haben keine anderen Sachen. Ja, scheiße. Wir sollten für die Männer andere Sachen kaufen. Das kann ja nicht so kostspielig sein. Ulamin kuschelt gerade eine Katze. Sie hat gewartet, bis wir abgelegt sind und hat die dann aus der Kajüte rausgelassen, wo sie eingesperrt waren, sodass die jetzt das Schiff erkunden können. Und eine hat sie auf dem Arm. Ihr braucht mich hier oben ja nicht, oder? Vielleicht gehe ich unter Deck. Vermutlich nicht, nee. Außer Jalan brauchst. Ich nicht. Ich bin vollends ausgelastet. Was willst du denn unter Deck machen? Mit Frostlarin kuscheln? Ihr habt die Katze wirklich Frostlarin genannt? Natürlich. Guck dir doch das Gesicht an. Wie ein Ei dem anderen. Naja, also er hat etwas mehr Schnurrhaare. Und ist nicht ganz so mürrisch. Das ist richtig. Naja, warte mal, bis er euch kratzt. Aber wartet, euer Gnaden, bevor ihr geht. Ihr seid ja schließlich jetzt alle zusammen und ohne euch wäre es nicht so weit gekommen. Deswegen wollte ich euch mitteilen, dass ich und Rasche unser Eheversprechen gegeben haben. Wir werden heiraten. Oh, das ist ja wunderbar. Tatsächlich. Wie überraschend. Und wird das ein Raja oder ein Travia-Bund werden? Ihr könnt auch einen Sumo-Bund schließen. Also, wenn ihr wollt. Oder habt ihr darüber noch nicht gesprochen? Nun, wenn ich einen Bund eingehen wollte, dann war es bisher immer der Travia. Aber
aufgrund der aranischen Kultur, denke ich, wird es ein Raja-Bund. Es ist tatsächlich auch im aranischen Adel üblich, einen Travir-Bund abzuschließen. Ich bin sicher, ihr werdet eine Bereicherung für ihren Harem darstellen. Ich bin mir sicher, ihr werdet mehr als eine solche darstellen. Schließlich seid ihr jetzt nun dann, sobald der Bund vollzogen ist, dafür zuständig, der Frau einen Erben zu produzieren. Oh, sie hat schon einige Kinder. Wenn ich mich nicht irre. Habt ihr ihr schon beigelegen? Abelmia, diese Frage ist höchst indiskret. Aber Kapitän, gestern die ganze Nacht. Ich schaue euch die Fragen an, ob er weiterzählt. Kapitän, eure Interessen überraschen mich immer wieder. Punkt ist jedenfalls, Herr Galan, überhaupt nicht elegant das Thema wechselnd, zu Damin, dass es darum geht, einen legitimen Erben zu haben, um eine Erbfolgekrise zu vermeiden. Wenn die Frau denn vermutlich eher früher als später, Erbleben findet. Oh, ich bin nicht sicher, wie es mit der Erbfolge ist, aber unter 30 Männern wird doch wohl einer vom Stand sein, der einen legitimen Erben produzieren kann, oder? Nun, die Herrin Travia sieht dies anders. Jalan, wie ist das eigentlich mit der Erbfolge im Mittelreich? Oh, schön, dass du fragst. Jalan fängt jetzt erstmal an, ein wenig Geschichtsstunde irgendwann von Bardo und Cella aus zu erzählen, weil er sich als Ansatzpunkt für Boltax hält. Nun jedenfalls verkündete Harl dann im Jahre 1014 in der Gareta Bulle, dass es nun auch Frauen erlaubt sei, die Kaiserwürde an sich zu nehmen, sowie dass es Magiern und Priestern erlaubt sei, durch Einsetzung eines Vogtes ein Lehen an sich zu nehmen. Seid ihr noch bei mir? Also dürfte ich ein Lehen annehmen? Ja, da ihr Magier und Priester bin. Ich denke gerade zurück, ist Boltax Reichsedler? Nein. Okay, dann nicht. Nein, ihr seid natürlich ihr seid natürlich nicht von Adel des Mittelreiches, was das angeht. Was hat dies mit der Erbreihenfolge in Aranien zu tun? Nun, Aranien ist zumindest kulturell Teil des Mittelreiches und viele Gesetzgebungen gelten auch dort. Also ich hörte, ihre älteste Tochter sei das absolute Ebenbild von ihr. Und da muss es eine wahrhaftige Schönheit sein. Worauf ich jedenfalls hinaus wollte, ist, unsere gute Kaiserin Rohaya, die 12 Götter haben sie selig, hat derzeit keinen legitimen Erben. Also wird Selendia nach ihr Kaiser. Dies ist in der Tat richtig. Selbstverständlich hört man aus Gareth, dass sich eine Verlobung anzubahnen scheint, aber nun verschreiben wir hier keine Geheimnisse, die vielleicht noch verborgen bleiben. Nun, die Tauben pfeifen es von den Dächern von Gareth, dem sie zugetan ist. Das heißt nicht, dass man es auch an den Straßen herumpfeifen muss, solange es noch nicht verkündet wurde. Ach, ich denke, so viel schulden wir der Kaiserin. Hm? Den Ollen, den wir aus dem Gefängnis gerettet haben. Corvinstein war das gewesen, oder? Den meint ihr? Ja, den Ollen, den wir aus dem Gefängnis gerettet haben. Paligan! Den Grafen von Perigrom, richtig. Den Markgrafen von Perigrom. Ja, die Paligan-Familie ist eine sehr ehrenhafte. Da können sie sich glücklich schätzen. Ja, Alara hat sich mit ihrem Alter nur, verschlechtert. Wenn ich das so sagen darf. Wir dürfen ja nicht vergessen, Alara ist so alt wie ich oder wie Helme oder, Diamantis! Diamantis, mir fällt ein, ich habe euch nie gefragt. Wie steht ihr zum Hause Paligan? So als Alan vorne. Nun, habe ich auch erzählt, auf welchem Schiff ich in Alanfa gedient habe? Irgendwas mit Golgari? Genau, das ehemalige Flaggschiff, bis es vor Port Störrebrand sank. Nun war auch dieses Schiff das Schiff, auf dem der ehemalige Großadmiral Paligan entführt wurde von dem Piraten El-Hakir. Im Jena bekämpfen wir. Oh. Das klärt noch nicht die Frage, wie ihr zum Hause Paligan steht. Nun, es ist aber eine interessante Geschichte gewesen. Und außer militärischen Rangfolgen in der Armada habe ich keine persönliche Beziehung zu den Paligans. Nach euch, Abelmir. Dürfte ich euch fragen, welchem Haus ihr nahesteht?
Ich unterstand lange unter der Capitana vom Hause Zornbrecht. Die ehemalige Großadmirale, die leider in der Schlacht vor Phrygaios starb. Oh ja, ich und hörte so habe ich mich auch mit ihrem Haus angenahmt. Bedauerlich, diese Schlacht, nicht wahr? Naja, hätte die uns nicht aus dem Wasser geschossen, wäre es vielleicht besser gelaufen. Nun ja, ihr hättet euch nicht mit dem Horasreich anlegen dürfen. Ja, aber bei mir eine Schlacht ist eine Schlacht, oder nicht? In der Tat. Diamantes, jetzt schaut doch nicht so finster rein. Geschehen und vergessen. Geschehen und vergessen. Und vielleicht hebt es euer Gemüt. Der Horas oder der Patriarch, wer auch immer uns in die Finger bekommt, wird uns vermutlich übel gesonnen sein. Ach, das ist nicht richtig. Bestimmt sind die alle sehr nett. Darland ist immer so, naja, von Zweifeln und von schlechten Vorahnungen geplagt. Vielleicht sind die Leute uns ja gut gesonnen, also außer Alara. Das wissen wir ja mittlerweile, die ist uns nicht gut gesonnen. Und wie oft ist das schon passiert, Boltax? Wie oft sind wir irgendwo hingekommen und die Leute waren nett und freundlich und uns wohlgesonnen und zugetan? Also oder auch nur den Göttern, was das angeht. Also immer wenn ich mit Rafim alleine unterwegs bin, zum Beispiel als wir alleine zu Hafax gegangen sind, da war er uns sehr zugesonnen. Mhm, das war. Er war wie ausgewechselt eigentlich. Ja, Rafim würde mal den einen Arm um Abel, mir den anderen um Jan anlegen, seht ihr? Und ihr habt mich doch damals auch ganz gut willkommen heißen, oder nicht? Ja, ihr seid ein guter Freund. Seht ihr? Auch Brüderchen. Und Bruder. Natürlich. Siehst du, Jalan, sind immer nette Leute unterwegs. Und die Trollzacker haben uns eigentlich auch sehr nett willkommen geheißen. Haben euch sogar allen angeboten, in den Stamm einzutreten. Ja. Und ihr musstet nur erst ihren König platthauen. Nun, ich gebe es zu, vielleicht täuscht der erste Eindruck. Seht ihr, seht ihr, seht ihr. Was sagt ihr, Amantas? Welcher Paligan wurde euch entführt? Darian Paligan. Oh. Also den wir töten wollen. Sohn von Goldo Paligan. Bin nicht sicher, ob Darian Paligan noch getötet werden kann. Wir wollen ihn aufhalten. Das ist doch passend, oder nicht? Zumindest müssen wir seine tierische Hülle zerstören. Der Rest wird sich finden. Ach, ich bin mir sicher, wir haben schon einen untoten Drachen bezwungen, der enorme Mächte besessen hat. Wir haben schon, naja, eine unbesiegbare Legion bezwungen. Da sollte doch so einer jetzt auch nicht mehr die größte Herausforderung darstellen. Denkt jemand, an jemand, die zunehmend untreffend benannte unbesiegbare Legion. Ja, wir haben sie besiegt, also ja. Hat eigentlich jemand die Statuen nachgezählt? Ja. Ich habe nicht daran gedacht. Ihr meint diese Bäume, oder? Ja. Ich meine, weißt du, wie viele Bäume da standen in diesem Park? Es waren 48 oder so, wenn ich mich nicht verzählt habe. Warum sollten wir da vorhin das tun? Die Herrin hat ihr Wunder gewirkt. Vertraut ihr nicht? Nun, ich vertraue der Herrin Piraine natürlich unbedingt. Nur vertraue ich Xeran nicht, dass er wirklich alle seine Legionäre in diesem Park hatte.